Willkommen zu einer weiteren Folge Lavi 2015. Mit am Start unser Roro. Ja, hallo. Wunderfröhlich geht's weiter bei uns auf dem Hof. Mit einer neuen Investition, der Traktor. Der Frage. Mit der Kette inklusive neue Direktsaatmaschine. Das Ding geht ja echt ab wie Sau. Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Switchen wir mal kurz rüber. Da ist er, das gute Stück. Gucken wir von innen an. Aufgebaut eigentlich wie die anderen New Holland, würde ich sagen. Ja. Also vom Aufbau ist der echt wie der andere T8. Ja. Innerlich, nur dass der hier halt echt mehr Power am Arsch hat und die Ketten hinten am Arsch hat, ne? Ja. Aber das Ding geht schon echt geil ab. Ich frage mich, ob es so einen auch wirklich gibt. Glaube schon, ja. Und das Stück hier in der kurzen Zeit, da wäre der andere jetzt erstmal wahrscheinlich erst noch bei der Hälfte. Also wir kommen jetzt auf jeden Fall schneller voran. Und das ist gut. So. Erstmal weiter hier ein bisschen Silage machen. Gucken, ob wir noch ein bisschen was verkaufen können. Na, blöde Schaufel, willst du wohl dich so drehen, wie ich will? Nee, willst du nicht? Warum willst du nicht? Der mag nicht. Ich merke schon. Ah, jetzt. Weil du immer durcheinander kommst mit der Schaufel, wird's wisst. So. Nur aber. Bin schon wieder bei 8783. Das ist doch gut. Okay, jetzt geht wieder nichts mehr rein. Der ist auch gleich schon voll hier. Da kann man auch schon mal einen LKW anschmeißen. Das musste sein, ja. Also wie es aussieht, ist das schon wieder voll. Da ist voll. Sag ich doch. Das sag ich doch auch. Ja, hast du nicht gesagt. Na doch. Nee. Doch. Nee. Ach. Was ist dir schon mal aufgefallen? Der wird immer voll und zwar auf der falschen Seite. War irgendwie komisch, ja. Der will uns herkommen. Macht er extra. Ja, ja. Das macht er richtig mit Absicht, das merkst du. Deswegen ist es ja ein Helfer, ne? Das stimmt. Kein Angestellter. So, Scania Transport. Ach, dort. 20% Folterhänger. Ja, ja. Der zweite. Der LKW ist ja schon voll. Der andere ist ja noch komplett leer, ne? Genau. Und ich mache jetzt gerade erstmal den ersten Hänger. 38, 40, 41. Ja. Mal gucken, ob wir die voll kriegen. Okay, sind jetzt. Der ist jetzt leer. Die ist leer, die Maschine hier. Das Schätzchen. So. Schmeiß mal nochmal einen Helfer an. Wir fahren erstmal den LKW weg. Wo hängst du schon wieder rum? Ich hab gerade Stroh verkauft. Ach so. Ja.
Bombe gepackt. Wie weit ist der? Oh, da hat das Feld gleich fertig. Da kann man kleine Dinge anschmeißen. Hm, sag ich doch. Geht schnell. So, Liebherr-Schaufel ist leer. Da kann man auch gleich nochmal Silage drauf knallen. Oh, da ging ja schon wieder eine komplette Schaufel rein, geil. Das muss immer so sein, ey. So. Klar, mal gucken. Schaufel voll. Wunderbar. Füllstand immer noch bei 43% hier. Ja. War ja auch eine Riesenmenge drin, ey. Ich bin schon wieder bei 17.000. Wie sieht dein Kontostand aus? 133, 35. Läuft. Da fährt auf jeden Fall nochmal übers Feld. So wie ich den Sack kenne, macht er das schon wieder so dämlich scheiße, dass der irgendwo hängen bleibt und meint, oh, ich bin fertig. So ungefähr. Deswegen bleib ich gleich mal hier in der Nähe. Oh, der ist auch gleich fertig hier. Groß Mutterfeuer hier. Schmeiß gleich mal den Dünger an hier. Es sieht so aus, als von der Geschwindigkeit her, als ob der hier die Sämaschine genauso schnell ist wie der Düngerstreuer hier. Na gut. Also, ja, gut, aber der Düngerstreuer, der hat noch eine größere Reichweite. Ja, aber jetzt so von der Geschwindigkeit so auf dem Felde her sieht das aus, als ob die gleich schnell sind. Hm. Maschine ist jetzt korrigiert. Mein Hänger ist auch wieder leer. Ist doch cool. So, die Sortmaschine setzt sich klar am anderen Feld an. Okay. Wenn es so weitergeht, muss ich den blauen fast wieder tanken. Den neuen oder den alten? Ja, den alten so. Der schluckt extrem, ne? Wie sieht's denn aus mit den neuen? Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh, schlimm nicht, dass der jetzt schon betankt werden muss. Wie
soll ich denn das hier abmähen? Oh. So, kleine Massage-Schneidkippe. Das ist fertig und mit 96% voll hier. Das lief gut. Was los? Ich muss hier in engsten Raum mich drehen. Echt? Hm. Ja, wo ist der Hänger? Ach, da ist der Hänger. 80% voll. Naja. Und auch das Maschinchen ist gleich leer. Naja. Okay, 88% voll. Das ist nicht schlecht. Ja. Na, dann haben wir nur noch einen Hänger, den wir befüllen müssen, und dann können wir euch schon wieder wegschaffen. Ja. Und im selben Atemzug dann schon wieder Dünger kaufen. Hm. Genau. Und vom Düngerkauf dann gleich dorthin beliefern und dann hier an der Seedmaster gleich mal ablassen. Hier, ne? Ja. Na, du weißt schon. Es ist schon spät. Ein Seedmaster abdanken, ja. Gut, da gab es noch mal Silage. Da wollte ich aber eigentlich jetzt gerade nicht hin. Ich wollte den hier haben. Die klingt ja so süß, die Hupe. Passt gar nicht zu dem Riesenmaschinchen hier. Ja, ja. Ist doch sonst ja mal rumgekommen. Hä? Haben die den Zaun verengert oder was? Denkst du fest? Das ging doch sonst immer. Und wenn du hinten lang wo fährst? Wo er will, ist es auch ein Weg. Und wo er Weg ist mit Wille, herrscht Gewalt. Junge, Junge, Junge. So. Wo ist jetzt der Antritt? Der ist hier fertig. Kann ich ja gleich wieder. Ach, das sind gleich Folgen in der Rohre. Was? Ja. Schon? Ja. Hast du das gesehen? Hm. Krass, oder? Ja. Mir kommt es vor, als ob wir gerade erst auf Aufnahme gehämmert hätten. Hm. Schlimm. Naja, nichtsdestotrotz, das war's schon wieder für heute, liebe ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Daumen oder Abo alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.